Der macht das Doppelte an Schaden, was die Schwerter machen. Man ist ja schließlich eine Kettensäge, ne? Wir wollten nicht immer schon mal mit einer Kettensäge auf Monsterjagd gehen. Aber dazu brauchen wir auch wieder richtig Zinn. Und wir haben keinen. Aber wir nehmen erstmal hier die Kohle mit, die uns hier angeboten wird. Und die Rubine, die über uns hängen, die nehmen wir auch mit. Zack. Zum Glück haben wir Rüstung an. Wir haben nur nichts mehr im Bauch, wie ich gerade merke. So, lieber immer die Hungerleiste ordentlich hochhalten. So 1,50 Meter mindestens. Okay, der war jetzt auch wieder extrem schlecht. Damit wir im Zweifelsfall nicht in Stücke gerissen werden, weil wir nichts mehr im Bauch haben. Gold nehmen wir auch mit, das werden wir noch häufiger brauchen. Alter, was habe ich mich in den anderen Welten immer nach Gold tot gesucht? Bitte, 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 bitte. Mist. Na egal, nehmen wir mit. Erstmal haben und dann drüber nachdenken, wozu es gut sein könnte. Ist das Blei? Das ist Blei. Das brauchen wir auch. Zwar noch nicht jetzt, ja, das ist wirklich Blei. Aber Blei wird später auch noch wichtig werden. Da leckt es schon wieder. Da kommt einer angeschissen hier. Genau, sterb mal schön. Dürfen nur nicht außer Acht lassen, wo wir nachher wieder wegkommen. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo das war. Na, das finden wir schon alles wieder. Erstmal gehen wir hier weiter auf Zinnsuche. Hier ist wieder Uran, wie ich sehe. Ja, genau. Du kriegst jetzt auch erstmal was ab hier. Komm her, du Sau. Und den Slime nehmen wir auch noch gleich mit, wenn wir gerade mal da sind. Hoffentlich finden die Neighbor wieder zurück hier. Hier war, glaube ich, das Wasser, was wir gehört hatten. Reißen wir erstmal dieses hoffentlich Zinn raus. Nein, es sind wieder. Oh, es ist wieder Silber. Nein! Was soll ich denn mit Silber? Ja, mein Kater quakt auch schon im Hintergrund. Der findet das auch ganz fürchterlich, dass ich hier nur Schrott finde. Das ist auch wieder Silber. Das kann man immer anhand schon der Hacke sehen. Wenn das mit der Steinspitzhacke nicht abzubauen ist, obwohl es so aussieht, als wenn es Zinn ist, ist es Silber. Ich glaube, ich muss echt höher. In einer höheren Gegend suchen. Aber ich habe doch hier was gefunden, hier unten. Auch wenn es nicht vielleicht nicht in dieser Welt war, aber ich habe es mit dieser Version hier gefunden in der Tiefe. Ich glaube, ich weiß, was mein Kater will. Der will schlafen gehen. Ja. Und weil er immer am Fußende schläft, muss ich immer mitkommen. Das Dumme ist, jetzt haben wir keine Eisenhacke mehr. Das heißt, wir müssen auch langsam dann mal zurück. Die Kohle können wir noch abbauen hier. Dafür reicht's noch. Das Uran kriegen wir nicht raus. Das ist irgendwas anderes. Wir markieren uns die Stelle mal eben. Als Schalucht. Jetzt ist die Frage, warum leckt das so und wie komme ich hier wieder raus? War das diese Richtung oder war das diese Richtung? Was ist das da? Silber, klar. So, jetzt ist wieder wie immer die Frage, wie nach Hause, verdammte Axt. Hier geht's nach Hause. Hier mache ich mir erstmal zu, damit hier keiner reinkommt, zufällig. Und dann können wir mal eben nach oben. Da sind wir auch schon. Plung, Kellergeschoss, Bastelstube. So, wir haben einiges an Eisenerz. Wie weit ist er jetzt hier? Er hat Pulverized Copper, hat er jetzt schon hier drinnen, wie so ein Bescheuerter. Das können wir ihm hier mal gleich zu fressen geben. Und er muss mehr Koks kriegen.
Er hat hier aber noch. Und da hat er auch noch. Also braucht er noch keinen Koks. Alles klar. So. Golderz können wir auch gleich mal nebenbei noch zum Malen geben. Oder machen wir erst das Eisenerz, das Silbererz? Was machen wir denn? Wir können auch erst das Bleierz mal malen lassen. Was im Macerator nicht geht. Dann müssen wir das bestimmt hier reinschmeißen und pulverisiere. Schmeißen wir das da mal rein und gucken mal, was draus wird. Ob da was draus wird, ansonsten spart er sich die Energie ja weiterhin an. Das ist ja auch kein Beinbruch. Den Rest schmeißen wir hier erstmal rein. Eine Karotte? Die muss ein Zombie gedroppt haben. Das ist ja mal nett. Die fehlt uns eh noch. Nikolai kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir doch hier nochmal eben das pulverisierte Kupfer mit drauf und gehen nochmal oben einmal die fix die Karotte pflanzen. Das muss jetzt auch mal sein. Da haben wir sie. Karotte, die setzen wir hier hinten in die Ecke. Da hat sie sich gemütlich, hat sie das hier. So, dann werde ich jetzt hier nochmal eben den Weizen ernten kurz. Und dann werde ich eine Pause machen, beziehungsweise ich werde ins Bett gehen. Das ist jetzt schon, sagen wir mal, spät ist untertrieben, aber es ist jetzt kurz vor Mitternacht. Und mit dem Weizen in der Hand stelle ich mich jetzt hier in unseren Garten, damit ich weiß, aha, nächstes Mal wolltest du erstmal die Kühe vermehren. Mit Blick auf unsere Kühe sage ich dann mal bis später. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade mal ein bisschen in meiner Testwelt mit der Energieversorgung vom Quarry rum experimentiert. Und der braucht wirklich wahnsinnig viel Strom. Aber er rennt nachher wirklich richtig. Ich habe das jetzt mit Fast Electric Engines habe ich das jetzt gemacht, die alle von einem High Solar Power Array. Sekunde, lass mich nachgucken, wie die Dinger genau heißen. Von ihm hier bepowert werden. 6 Stück habe ich davon gebaut. Also so 6 Engines und jeweils ein so ein Ding dahinter. Und ja, damit fängt das Ding richtig an zu laufen und haut ungefähr 1 bis 2 Blöcke pro Sekunde raus. Wenn sogar nicht noch schneller. Das können sogar manchmal 2 bis 3 Blöcke pro Sekunde werden. Und dann habe ich noch ein paar andere schöne Sachen gefunden, die wir noch bauen können, die wir nämlich da gebrauchen können für Massenanlagerung von Cobblestones und Erde und den ganzen anderen Schnodder. Das sind nämlich die Barrels, diese hier. Die können wir nachher auch noch upgraden mit dem Extra Dimensional Storage. Hier passen jetzt, in das normale Barrel, passen rein 64 Stacks von einem Item. Da passt auch wirklich nur eine Sorte Items rein und dann 64 volle Stacks. Mit dem Extra Dimensional Storage passen da 1024 Stacks rein. Also das ist wirklich, da kommen wir nachher in die, ich glaube irgendwas bei 65.000 oder hatte ich mir nachher ausgerechnet, sind in den ganz großen nachher drin. Wieso ist hier eigentlich so ein Kahlschlag? Ach stimmt, ich hatte ja hier letztes Mal geerntet. Jedenfalls, da passen dann 65.000 Items rein. Das sollte lang um den Quarry auf lange Weise erstmal die Items abzunehmen, die er da uns anzubieten hat. Ja, jetzt sehen wir hier erstmal wieder vorne, dass da hinten waren die Karotten, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. So, letzte Aufnahme ist auch schon wieder 2, 3 Tage her fast. So, wir haben Weizen. Wir wollten jetzt die Kühe vermehren. Es wird, glaube ich, auch bald Tag. Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen will sie untergehen. Da hinten ist sie noch gar nicht zu sehen. Okay, in dem Falle würde ich sagen, schmeiße ich erstmal wieder die Monster an. Die hatte ich nämlich in meiner Testwelt gerade abgeschaltet. Da war ich ja noch drin zu Jange. So, dann können wir uns eigentlich auch nochmal gucken, ob wir den gebastelt kriegen. Und zwar den, Gott, wie heißt er noch? Das Relay, das möchte ich nämlich dann oben haben beim, ja, beim Dings, beim, na, ihr wisst schon, beim Quarry. Beim Steinbruch heißt er jetzt, genau, Steinbruch heißt er.
Das Relay werden wir da haben, dafür brauchen wir einen Buffer, wir brauchen Transposer, wir brauchen Red Dwarf Buffer, wir brauchen das ganze Zeug. Und dieses Ding saugt quasi aus dem Steinbruch oder Quarry, saugt er die Items raus. Die müssen dann nicht erst durch das andere Röhrensystem und schmeißt es gleich in dieses gelbe Röhrensystem ein, was schneller ist und was mit den Barrels auch besser harmoniert. Also bei dem anderen, da sortiert er das dann irgendwie in irgendwelche Barrels ein, die gerade leer sind, habe ich ausprobiert. Und bei dem anderen nimmt er eben das Barrel, was zuerst leer ist, da schmeißt er dann die Dinger rein. Sodass sie die quasi von hinten nach vorne quasi füllen würden. Barrels würde ich dann hier auch mal ganz gerne zwischendurch setzen. Hier draußen vielleicht schon, oder vor allem, dass der Dreck so ein bisschen abgefangen wird, also die Erde und die Steine nachher vielleicht. Den Sand würde ich gerne weiterhin nach unten leiten. Wir können die Barrels nachher auch gerne unten setzen, müssen wir mal gucken. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal die Kühe vermehren, weil ich gerne Bücher haben würde langsam mal wieder. Die sind jetzt auch gerade keine Viecher irgendwie in der Nähe, das passt mir gerade ganz gut. Ich sollte hier aber vielleicht noch ein paar Fackeln draufsetzen, fällt mir gerade auf. Mo. Da kommen Viechers. Du geh erstmal wieder weg, du zum Band. Hauptsache, hier kommt jetzt gleich kein Creeper angewackelt. Ich glaube, da hinten kommt nämlich schon irgendwo jetzt einer. Zumindest das da. Das ist ein Creeper, ich hab's gewusst. Nein, du explodierst mir hier nicht. Du explodierst mir da doch. Verdammt. Haben wir noch Zäune? Wir haben natürlich gerade keine Zäune da. Aber hier unten liegen jetzt ein paar. Was auch nicht allzu viele sind. Verdammt, diese blöde Sau von Creeper. Gut, kurz rein, Zäune machen. Wir haben daraus gelernt, nicht rausgehen, wenn es dunkel ist. Und vor allem nicht in der Nähe von der Kühe. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Kühe da gleich abhauen, während wir hier noch unten schnell zu Gange sind. 25 haben wir noch. Dann machen wir hier jetzt erstmal nur fix die Dinger fertig. Dann haben wir 8 Stück. Und dann haben wir nochmal 2 mehr. Haben wir 10, die reichen auf jeden Fall. Erde haben wir zum Glück auch noch dabei. Können wir das Loch gleich wieder stopfen, verdammte Axt. So. Dann habe ich mich noch mit Tesla-Coils habe ich mich noch ein bisschen beschäftigt. Die sind quasi dazu da, um Kühe zu töten, die hier versuchen aus meiner Gefangenschaft. Und die Schafe natürlich auch. Sag mal, ihr seid ja wohl geisteskrank oder was? Wieder rein, ich will euch selber töten. Ihr sollt hier nicht durch die Creeper. Ich muss hier erstmal wieder rauskommen, verdammt. So. So, hier machen wir erstmal dicht. Da kommt er hin. Jetzt haben wir die so ein bisschen unförmig, merke ich gerade. Du stirbst jetzt erstmal. Gibst mir jetzt dein Leder. Dann müssen wir euch erstmal wieder einfangen hier. Kommt mal alle mit. Ihr lustige... Ja, genau. Warpt mal zu mir rüber hier. Reinkommen. Ach, verarscht. Gibt nix. So, da haben wir jetzt schon eine Mini-Kuh. Hallo, Viechers. Viechers? Komm mal her hier. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Die sehen das alle anscheinend nicht. Das war gerade der Kleine, der da gemowt hat. So, die Schafe kriegen auch erstmal. Und ihr kriegt... Und ihr habt anscheinend schon. Ja, ihr habt schon. Da haben wir jetzt schon ein zweites kleines Viechchen. Und dir ramme ich erstmal das Schwert in den Leib. Du interessierst mich gerade herzlich wenig. Gut. Habe ich noch Erde? Nein, ich habe gerade keine Erde mal. Gut, die vermehren sich jetzt hier langsam. Leder habe ich jetzt auch schon wieder 2 Stück. Das heißt, wir können eigentlich nochmal gleich los in fremde Welten abtauchen. Als nächstes müssen wir uns auch noch Hühner besorgen, damit die Federn immer hinterherkommen. Da werden wir auch noch etliche von brauchen. Obwohl, ich schmeiße dieses Leder jetzt erstmal hier hinein. Und dann würde ich jetzt fast sagen, dass wir uns noch ein paar Fässer bauen.